Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir die Arena des Olymps abgeschlossen und jetzt wollen wir noch mal direkt da reingehen, weil wegen dem Cup. Und ja, weiß nicht, ich habe noch nicht in Aladdins Welt reingeschaut, aber so wie es aussieht, sind wir so ein ganz klein bisschen unterlevelt. Weil der Schaden der Herzlosen, der war auch ganz schön heftig. In der Antiform mich verwandelt habe, aber trotzdem. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich habe den ganz Magnetwelle. Ist jetzt nicht so. Warte mal, irgendjemand hatte Accessoires bekommen. Du Donaldo. Ich brauche hier hallo. Wenn hier noch. Ja, her damit. Irgendjemand hat für Magie. Das hier ist aber ganz schön schwach, der Teil. Ja, gut. Sein muss so, machen wir mal den Cup hier und irgendwelche anderen Sachen, die mir nicht einfallen wollen. Gerade Schnäbel, was 45, das 30 ganz alleine gibt. 30 fühlt sich schneller als sonst. Und zwar kann Formen alleine einsetzen. Das ist sehr verlockend, aber oh, die Heldenform ist maximal gelevelt. Weisenform nicht, Limitform, Meisterform. Ich will die Meisterform bitte mal aufleveln. Kann ich sein. Fünf Dinger hier fehlen noch. So, ich glaube, wir laufen da keine Viecher um die. Doch, wir laufen nicht um. Und wir haben uns nicht verwandelt in die Dinge. Das ist sehr gut. Oh nein, das wird nichts. Okay, doch. Luftsprung Level 3. Ha. Kugelboost bringt das wahrscheinlich auch, ne? Oh gut, sehr gut. Als Viecher, die nicht gestunt werden von meinen Angriffen, das geht mir so am meisten auf den Nerven. Oh. Ja, die ganze Zeit werden meine Kombos abgebrochen. Das ist voll nervig. Die hätten schon längst tot sein müssen. Hallo? Alter! Alter! Ist jetzt mal langsam gut. Ja, nur weil die durch meine Angriffe nicht gestunt werden. Das ist eine Sorte von Verarschung. Ja, wupp. Auf 411. Ich weiß, ob ich die wieder hochlevel. Aber der 6 scheint hier. Ach, das ist auch schon maximal gelevelt. Sehr gut. Gut, Level 6 ist das Maximum anscheinend. Und ich verwandle mich jetzt zurück. Ich weiß. Ich hätte mich eigentlich, ich hätte das eigentlich machen sollen, bevor ich, egal. Aber mein Cerberus Cup, ohne mit Z hier geschrieben wird, keine Ahnung, aber wenn nicht so ein langer Part, habe ich so das Gefühl, weil wir jetzt nur ein Turnier machen und vielleicht noch ein bisschen in der Arena rumeiern. Und ich bin alleine, was? So. Blöd ist natürlich, ich kann mich nicht. Dingens hier. Ahoi, das ist eine Fähigkeit von Stitch, glaube ich. Ja, da kriegt man hier keine Erfahrung. Das finde ich sehr gut. Was soll's? Santetsuken!
3000 Schnitte oder Schwerter, irgendwie so was. Nur Zantin Tsukai von One Piece. Auf. Auf. Meine Güte. Und ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen lauter. Ich weiß nicht, warum ich beim letzten Mal wieder so leise war. Ich ändere doch gar nichts in den Einstellungen. Oh. Ihr bringt mich ja gerade selbst. Was bringt der im Angebot? Oh, Tempest. Oh. Wenn den Angriff verlangsamt, sieht das voll komisch aus. Ja, nicht schön die weißen Formen hochleveln, aber nein. Mein Gott. Ja, die Angriffe hängen davon ab, einer oder mehrere Gegner in der Nähe sind, ne? Ja, die Angriffe in der Limitform sind schon Overkill, ich weiß. Au. Komisch, dass ich alleine kämpfen muss. Warum? Oh nein. Oh nein. Alter, was? Oh, und ich bin in der Antiform. Ich werde mir jetzt Alpha Muscle. Kein Problem. Die Antiform kann sogar Gegner stunnen mit den Angriffen. Warum nicht die Meisterform? Geht nicht in meinen Kopf rein. Also, weiß nicht, ich krieg schon hier irgendwie schneller die Dingens voll, die Leisten. Und ja. Oh, ich weiß, was ich vielleicht in dem Part machen könnte. Meine Güte. Die wollte ich eigentlich nicht, aber doch. Soll's. Da guck ich halt an. Ich gebe einen Tornado auf die Leute los, ne? Aber macht denen nichts. Stehen einfach da, als wäre ich eine Fliege oder so. Oh, Zerbos kommt schon, okay. Mein Gott. Okay, die machen sein. Den macht sowieso nichts aus, wenn ich angreife. Also damit werde ich auf jeden Fall treffen. Ja. Die Angriffe dauern einfach viel zu lange in der Form. Kann man mal sehen, wie meine Chancen so liegen. Nein, Kampf hier. Ja. Oh, hi. Na? Ein paar Gratis-Treffer, danke. Schlägt. Was probiere ich? Oh Gott. Blablabla. Muss jetzt Platz für Buß. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich Datei ab. Von mir selber. Oh, bleibst du mal hier. Machen wir dem so, meine Güte. Boink. We did it. Steigender Drache, okay. Und Freudenkristall. Okay, dann weiß ich ganz genau, was wir jetzt machen. Na, das könnte vielleicht schwierig werden. Ja, also kann ich mal gucken, wie stark der ist. Abilities. Dingen zum Beispiel. Naja.
Fand ich immer sehr doof früher, die Fähigkeit Luftsprung, aber eigentlich ist sie eine der besten. So, Donaldo. Erste Waffe mit einem Effekt. So, gucken wir mal. Warum geht mein PC aus? Ehrlich. Also Bildschirm, was soll das? Ist das uns auch nie ausgegangen? So, Reisenform. Wir gehen jetzt mal hier hin. Weil da wartet jemand, der uns fertig machen kann. Die meisten Meisterform werde ich jetzt nicht einsetzen, weil ich nämlich genau weiß. Wobei wir kriegen ja voll MP die ganze Zeit. Ja, die Gegner sind jetzt natürlich nicht so gut. Nicht so schön, meine ich. Das Gebiet hier ist gut zu trainieren, weil hier überall so MP-Kugeln sind. Ah, sehr gut. Jetzt bin ich mal dadurch getötet, merke ich gerade. Okay. Nein! Ich weiß noch, wie man halt alles abteilen musste. Ich nehme mal ein. Hier muss man einfach nur 3 drücken wie ein Bescheuerter. Oh. Oh, nicht mehr. Oh man, ehrlich. 5-mal, ja, okay, kommt hin. So, gehen wir mal aus dem Weg. Obwohl, ich bin kurz vom Level. Ab! Guck mal, wie schnell an die Gegner rankommen mit dem Sprung. Das ist richtig gut. Ich habe das Gefühl, ich werde es nicht schaffen, aber gucken wir mal. Ich muss ein Level ab. Danke. Oh, hier kommen auch viele Gegner. Oh. Meine Erfahrungspunkte, ehrlich. Größere Scheiß hier in der Form. Ja, habe ich mal Erfahrungspunkte bekommen. Was soll denn das? Ich meine, irgendein Vorteil muss doch die Form haben. Ich meine, die ist theoretisch sogar stark, aber trotzdem. Ein bisschen Erfahrung bitte mit der Reisenform, bitte. Ein bisschen. Wie viele Gegner hier sind, die hätte ich alle schön in der Reisenform zerstören können, aber nein. Oh man, noch nicht. Erstmal hier erledigen, danke. Oh, danke schön. Ich habe jetzt Feuerboost. Ich hätte noch mal da. Eiermal. Oh, die sind überall so. P-Kugeln macht es noch leichter. Sage ich voller Zeitverschwendung hier. Diese Fahrt hier. Mir MP abgezogen, wo ich jetzt nicht zaubern konnte. So einfach nicht. Schön die MP Kugeln hier einsammeln. Also muss das. Die alles hinterlassen. Überhaupt gesagt, die sind sogar
wichtig später. Ich weiß nicht mehr für was, aber die sind wichtig. So, ha, weiter. So, hab ich nicht vergessen. Ja, hier ist eine Silhouette. Hier ist noch nichts hier. Hallo, schon die Karte in dem Spiel. Ich weiß alles in diesem Spiel. Ich kann nur nicht alles wegen der Schwierigkeit und so. So, Level 38 sind wir jetzt, ne? Wird aber reichen. Weil die ganzen Silhouettenkämpfe sind eigentlich nicht levelabhängig, sondern mehr so, wie man sich anstellt. Und ja, das ist wieder so eine Sache. Ja, ich überlege als Situation, das brauche ich nicht, ne? Ein abwesendes Wert, der Schatten einer Gestalt, die sich in einer Waffe gebannt hat. Aha, kein Interesse. Kein Gefährt, aber ich untersuche es. Ja. Seht ihr mal, was damit auf sich hat. Wenn wir den Kampf nicht schaffen, dann schaffen wir ihn halt nicht. Haben wir aber schon mal gesehen, was die machen. So. Hm. Hm. Ich meine, sogar der Kampf ist sogar der zweitschwerste von allen. Aber mal schauen. Ja, guck mal, den kennen wir noch. 6 hier aus Chain of Memories, in der Organisation 13. Sora und der haben sich nie getroffen, fällt mir gerade auf. Dem haben wir gegen mit Rico bekämpft. 3 Balken, das ist nicht so, ist nicht so gefährlich. So, hier werde ich natürlich nicht die MP verballern, weil hier muss ich sogar ausnahmsweise aufpassen, was ich mache. Und da kann ich nicht die MP einfach verballern, um meine Drive-Leiste zu füllen, sondern auch zu leveln hier im Kampf. Ah. Ja, der kann Leute im Bücher einfangen. Oh, raus aus dem Buch, verdammt. Jetzt sind wir fertig hier. Ich kann nicht verpassen. Ich kenne natürlich nicht jeden Kampf hier auswendig. So, auswendig. Aber ich kenne die schon auswendig, aber. Oh. So, jetzt aber. Jetzt aber nicht, dass ich jeden hier beherrsche. Okay, mit Blitz rangehen und dann bin ich auch dran. Der ist aber ganz schön auseinandernehmen und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ich finde die Musik irgendwie viel besser in dem Remake. Super. Wow. Das war mir immer aus der japanischen Version. Also schreit er nämlich ein bisschen geiler. Wenn man den aus dem Buch hier kugelt. Komme ich dazu, um loszugehen. Noch keine MP, um den hier mit Magie anzugreifen. Ich fängt mir direkt schon wieder ein. Und ist ja überhaupt nicht unbesiegbar. Ja, jetzt aber. Ha! Nicht lachen müssen, halt. Ich glaube, mit Mann bringt das nichts. Den schaffen wir aber. Ich sehe ja schon. Hallo. Also. Oh ja. Naja. Und zack. So, vielleicht, ob ich mich überheilen soll oder losgehen soll. So, mehr. Okay, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja, das kommt jetzt. Oh Gott. Verdammt. Ich möchte mich ungern in der Form vermeiden, weil ich weiß genau, was dann passiert. Das ist der Teil.
ist er. Sehe ich mich. Also. Mehr. Nein, schon wieder. Also. Nein, ich hatte ihn doch. Nein, schon wieder. Ich hatte ihn doch. Komm her. Komm, wir fest da raus, ey. Was habe ich denn? Nee. Wohl, nein. Ja, ich weiß, das kommt jetzt. Na komm. Stimmt, sonst hat er auch immer gemacht. Und außer. Hey Jungs, und jetzt bist du dran. Oh. Nein, das gibt's nicht. Nein, das gibt's jetzt einfach nicht. Okay. Oh, das hat zwei. Mehr. Und tschüss. Ah, schön. Tragbare Items. Das ist nicht so geil, aber was soll's. Neue Fähigkeit ist auch was. Wir haben ja einige Lieder geremaked in dem Spiel. Das ist einer der Remakes, die ich besser finde. Einige haben sie ein bisschen verrunzt, finde ich. Klingen die Original besser. Und die Schattenschriftformel, mit dem wir Sachen erstellen können. Besonders starke. Ich glaube, denen seine Sache ist jetzt, glaube ich, nicht so stark. Ist, glaube ich, was für Donald, so Magie und so. Aber soll's. Gut, erste Silhouette haben wir abgeschlossen. Ausgezeichnet. Oh, Schadenskontrolle. Was war das? Goofy. Halbiert erlittenen Schaden. Kritischen Momenten. Lege mehr an, um den Effekt zu verstärken. Okay, geil. Das ist ja genau gleich wieder. So, ich könnte ja in Abilitamin gehen, aber nö. Hey! Alter. Wie ist denn das schon wieder passiert? Was kannst du mir noch nehmen? Charmeur, Eisboost, Heilung. Gut. Alles klar. Können wir zum Dings zurückgehen und die Dings. So, was machen wir jetzt noch? Ich muss da Erfahrungspunkte holen für meine Form, Weisenform und Limitform, Weisenform am besten. So, okay. Ich mich hier verwandle, dürfte eigentlich nichts passieren, ne? Entschuldigung. Hier noch der Mogelshop. Tun auf dem Weg dahin alles vernichten. Ich möchte mal die Formel kurz zeigen. Wir brauchen sowieso noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Das ist ja so Profi. Ah, meine Nase. Okay. Kann ich auch machen. So, mal angreifen und dann Feuer ab. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. 71, mein Gott, ich denke immer, wir erledigen viel mehr. Boom. 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 Hey. Wah, wah, wah. Wah, wah. Wah, wah, wah. Schon wieder kurz von der Lage, was? Nein. Kannst du es fragen? Gehen wir noch ein Level ab, vielleicht. Dann sind wir ja echt der Level 1.
sein muss in dieser Welt. Ich bin mit der Welt fertig. Ich muss wahrscheinlich Level 41 oder so sein. Für Agrabah oder was auch immer als nächstes kommt. Aber Agrabah kommt als nächstes, glaube ich. Du kannst dich drehen, ich kann mich auch drehen. Mehr oder weniger. Oh Gott, nein, nein, okay, gut. Nicht so, als ob ich dich töten wollte oder so. Ah, nee. Dich wollte ich nicht angreifen. Dich wollte ich angreifen. Oh nein. Diese Viecher, ne? Mal ohne Scheiß. Bin die ganze Zeit in Bewegung, ne? Die hier sind echt die ausgebotene Hölle, aber das sage ich jetzt nicht, weil wir jetzt in der Unterwelt sind. Boah. Hör dir das an, überall Explosion, überall. Danke. Erstmal du. Oh mein Gott. Machen wir mal eigentlich einen Kilometer weit nach oben geschleudert, wenn die uns angreifen. Oh mein Gott. Ich muss mal so mal zurück. Super. Schon wieder ist mein Bildschirm ausgegangen. Ich nicht auf 10 Minuten oder so ein, ist halt immer so vorbei. So. Ein paar Erfahrungspunkte von Level. Das ist so tun, als würde ich dich angreifen. Da steht da wieder eins. Ich hab schon nur, mein Gott, der Turm uns jetzt mal ab, das Level ab. Ich glaube, ich spinne. Und hat ein Gebiet, ja, ich weiß. Voll stummsinnig, aber egal. Ja, ja, ja. Selber ab nach Abend. Weiß vielleicht kriege ich aber richtig geiles. Perfekt. Na ja. Okay, ziemlich doch ja. Dann kann ja so voll an. Limit Boost zum Beispiel. Warte mal, Limit Boost ist nicht gut. Weil ich das nicht so oft benutze. Aber egal. Gut, ich werde dann hier Schluss machen. Ich werde dann wahrscheinlich in der weisen Form Weltkarte aufsuchen, damit ich die Drive wieder voll kriege. Vielleicht noch die Meisterform kurz vom Level Up hier hochleveln. Wieder bei Holobastion. Und ja, dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ja, Agrabah, ne? Was auch immer als nächstes kommt. So, und das ist. Dann sieht man gar nicht, was das macht. Aber egal. Kann man sowieso nicht herstellen. Also gut. Dann bedanke ich mich alle herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.